Mia Lutz, einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Hell's Temptation, eine wahrhaft teuflische Verführung. Für diesen Schokoladenkuchen benötigen wir Zartbitterschokolade, Butter, Eier, braunen Zucker und weißen Zucker, Butter-Vanille-Aroma, Mehl, Kakaopulver, Backpulver, Natron, Salz, Sauerrahm und Sahne. Für den Teig beginnen wir zunächst einmal die Schokolade zu schmelzen. In der Zwischenzeit können wir die Backform schon mal mit etwas Butter einreiben. In einer weiteren Schüssel vermengen wir Mehl, Kakaopulver, Natron, Backpulver und etwas Salz. Wenn die Schokolade so wunderbar geschmolzen ist, geben wir zu dieser flüssige Butter hinzu. Diese habe ich in der Mikrowelle erwärmt. Die Schokolade und die Butter verrühren wir dann so lange miteinander, bis daraus so eine schöne glänzende Flüssigkeit geworden ist. Dann stellen wir sie erstmal beiseite. Im nächsten Schritt verrühren wir die Eier und lassen dabei den braunen und weißen Zucker einrieseln. Im Anschluss daran tröpfeln wir noch ein Fläschchen Butter-Vanille-Aroma in die Masse und geben daraufhin die Schokoladen-Butter-Mischung, die wir zuvor angerührt haben, hinzu. Beide Komponenten müssen nun erstmal von der Küchenmaschine kräftig miteinander verrührt werden. Ist dies geschehen, fügen wir die Mehl-Kakao-Mischung zum Teig hinzu. Ich siebe sie jetzt, aber falls ihr keinen Sieb habt, ist das auch nicht so schlimm. Und erneut ist die Küchenmaschine an der Reihe. Der Teig ist nun schon fast fertig, denn es fehlt nur noch der Sauerrahm, den wir jetzt noch langsam unterheben lassen. Den fertigen Teig geben wir in eine Springform und lassen diese dann in einem vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 35 bis 40 Minuten backen. Die Back- und Wartezeit, bis der Kuchen einigermaßen ausgekühlt ist, können wir wieder hervorragend nutzen, um die Glasur bzw. den Guss für den Kuchen herzustellen. Dazu schmelzen wir erneut Zartbitterschokolade und geben darunter Sahne und Butter. Auch hier habe ich die Butter wieder zuvor verflüssigt und mit der Sahne vermengt. Wenn ihr diese Mischung dann zur Schokolade hinzugebt, müsst ihr darauf achten, dass ihr sie wirklich gleichmäßig umrührt und so lange rührt, bis sich die beiden Komponenten komplett miteinander verbunden haben. Ausgekühlt könnt ihr diesen in der Mitte eins oder zweimal durchtrennen und den jeweils mit einer Schicht von der Glasur bestreichen. Verteilt ihr die restliche Glasur auf dem Kuchen und lasst diese schön auskühlen. Ich hoffe, das Video und das Rezept haben euch gefallen. Den Kuchen kann man auch sehr gut mit Orangen essen. Das ist eine sehr schöne Ergänzung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken dieser teuflischen Verführung und Bon Appetit und bis bald. Tschüss!